Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Shadow Hearts mit Blaze09DT und mit mir. Mach's mal nicht den Esel, schade. Jo, ja gut, weiter geht's hier beim Ritual sage ich jetzt schon, ja doch, Exorzismus-Ritual. Jetzt wollen wir hier die Lili mal endgültig wieder zur Ruhe bringen. Und die Meermutter. Yeah, gut. Antenna. Ja, jetzt haben wir genug Antenna gehört. Jetzt wollen wir ja. Lili, erscheine mir. Da ist sie. Special Effects, ihr verdammten Sterblichen, wie könnt ihr es wagen, dieses Lied anzustimmen? Sterbt! Okay, ohne große Vorrede. Das ist cool. Ach so, schlimm sieht die doch gar nicht aus. Nee. Könnte deine Freundin sein. Scherz. Okay, wir... Oh, Gemeinheit, das kriegst du zurück. Oh, er geht aber richtig gut ab, der... Jo, wir haben doch jetzt hier irgendwo... Nee, das war das bei ihr? Kundschafter, genau, das machen wir jetzt mal, ne? Ja. Schauen wir mal. Was haben wir denn so GP-mäßig? Vor allen Dingen ist ja interessant, welche... Genau. Ach, die Brille ist cool. Ach, die können wir doch so umhauen. Element Finsternis. Ja, wären wir mit Licht wirklich gut dran. Ja. Aber mit den GP-Zahlen könnten wir sie eigentlich direkt so umhauen. Jetzt hatte 580 GP und Yugi hat schon 100 weggehauen. Das geht auf jeden Fall. Erstmal sollte Alice sich heilen, würde ich mal sagen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich wollte jetzt eigentlich direkt alles auf Angriff stürmen. Yuri einmal das heilige Licht geben. Wir wollen sie ja nicht wegsterben lassen, die Gute. Ja gut. Entschuldigung. Stimmt. Oh. Lähmung. Ah, hat aber nicht geklappt anscheinend, nur der Versuch. Okay, ja, wir gehen doch trotzdem mal in die Fusion jetzt. Ja, Himmelsfreund. Tornado. Nee, Himmelsfreund. Genau, nicht Tornado. Was erzähle ich denn für einen Schwachsinn? Himmelsfreund hört sich doch gut an. Licht auf Finsternis. Spezialangriff. Exorzierpfeil. Ja, passt doch. Das passt. Ja, wenn es denn mal klappen würde. Ja, na gut. Aquakante bringt hier nichts. Nee, nicht wirklich. Oh, auch ja, gar nicht mal so die, schlecht. Die dürfte aber nicht so... Die dürfte nicht so schwer sein. Nee, eigentlich nicht. So, jetzt gibt es noch einen auf die Nuss mit dem Buch. Oh, ich bin gelähmt. Verdammt. Hm? Nö. Und was ist das jetzt für ein Symbol da über uns? Oder? Okay, doch, kann sein. Weil normalerweise steht das doch da, oder nicht? Naja. Mal schauen. Auf jeden Fall können wir das hier trotzdem machen. 114, boah. Nicht schlecht, Herr Spech, nicht schlecht, Herr Spech. So, und jetzt siehst du endlich mal deinen... Ja, zack. Ich glaub, hier kommen wollen, was ich den Angriff stürzen hier. Jetzt gibt's den Dreier-Buchangriff. Aber das bringt ja nicht wirklich was. Die prügelt
sie prügelt das Wissen in ihre Gegner rein. Das ist falsch, was sich mit uns anzulegen. Würde ich mal meinen. Oh, so kann man es natürlich sehen. Das ist halt nicht sehr effektiv. Das schon eher. Finsterer Bote, ach, jetzt verwandelt sie sich oder was? Ach nee, das ist diese Augen. Eieieiei. Rott und Geist oder so, keine Ahnung. Ich denke mal, sie wird nicht lange mehr machen. Nö, denke ich auch nicht mehr. Und wieder drei Angriffe. So, nochmal den Exorzierfall. Komm. Hau alles raus. So, Lili, du bist Geschichte. Das dürfte es gewesen sein. Ja, okay, anscheinend noch nicht ganz. Wir müssen mal aufpassen, nicht, dass Alice gleich hier ganz runterrutscht mit ihren ZP. Aber einmal werde ich jetzt noch angreifen. Ah, verdammt. Alice hat's geschafft. Alice hat sie platt gemacht. Ich glaub's ja nicht. Ui, schön. Boah, Bargeld. Ah, des weißen Tigers. Wir haben auch ein schönes Objekt bekommen. Juri Level. Juri Level Up. Und Erfahrung Finsternis. Jawohl. Ja, wurde ja auch mal Zeit. Wir haben schon die anderen mehr Erfahrung als unsere erste Fusion. Das ist schon übel. Mir die Schmerzen. Meeres Mutter. Wer von uns hatte die EOI nochmal? Ich glaube du. Diese Puppe hat ihren Zweck erfüllt. Ach, der geht ganz schön auf den Hals. Wer? Wie schön, dich endlich zu treffen, Alice Elliot. Und zu Shen, lange nicht gesehen. Du bist also DOI. Du hast die arme Lili zurückgeholt, nicht wahr? Du hast sie für deine Zwecke missbraucht. Genau. Ah, Alice, du bist noch schöner, als ich dachte. So, endlich treffen wir den echten Winzling. Nur ist er nicht so niedlich. Du bist also dieser grässliche Harmonixer, was? Nun gut. Die Krabben von Shanghai werden sich über einen Imbiss für dich und den alten Mann freuen. Lili, ich werde all deine Kräfte entfesseln. Hasse alles, verschlinge sie mit deinem Hass. Boah, geht der Typ auf die Stimme. Ja, der Typ geht auf die Stimme und wir machen eine kurze Pause, bis gleich. Da sind wir wieder und ja. Weiter im Text. Oh. Damit kommst du nicht durch. Warte, Lili, ich verspreche dir, dass ich für deine ewige Ruhe sorgen werde. Oh oh, jetzt wird's, glaube ich, härter werden. Ja. Oh, was? Ach du Heiliger. Okay, das ist nicht deine Freundin. Stimmt, aber deine. Ja, genau. Ich vermute mal, dass sie auch Finsternis ist, oder wollen wir es nochmal kontrollieren? Ja, ich würde es vorsichtshalber nochmal kontrollieren und normaler Angriff kann nicht schaden. Okay. Oder wir könnten, ja, ich wollte zwar gerade noch sagen, wir könnten es auch nutzen zum Heilen eventuell, aber naja, ist jetzt nicht so wichtig. Dafür ist ja Alice zuständig. Gut, Geheimwaffenkundschafter.
auf jeden Fall prüfen. Richtig. Kann nie verkehrt sein. Einmal bitte die Brille. Okay, GP Fragezeichen, MP Fragezeichen. Element Finsternis, alles klar, ja. Ja, gut. Aber Fragezeichen, GP und MP? Hm. Dann ist immer ganz schön viel. Ja, okay, jetzt müssen wir erstmal Margaret heilen. Jo. Margaret, komm her. Und in der nächsten Runde eventuell auch auf Margaret, die das gesegnete Licht sprechen. Da macht sie eventuell mehr Standardschaden. Oder erstmal lesen, welchen Schaden das erhöht. So, jetzt kommt erstmal die Fusion zum Himmelsfreund. Oje, oje, das könnte jetzt ein bisschen härter werden. Das könnte jetzt ein bisschen härter werden. Er war gar nicht gelähmt. Der Himmelsfreund hat dieses Ding oben automatisch. Ah ja, tatsächlich. Heiliges Mittel. Ah, okay, das damit können wir ja auch mal heilen. Aber wir greifen. Wollen wir es mal gleich machen oder was? Oh, Margaret ist ja schon. Ja, Margaret ist voll, das lohnt sich nicht. Nee, Exorzierfall, komm. Boah, perfekt. So muss das laufen. Oje, oje, oje. Ich habe so eine doofe Befürchtung. Gib mal bitte Mana-Blatt an Yuri. Mana-Blatt? Wer hat doch noch Mana? Ja, aber das reicht nur für 2 Angriffe. Und ein Mana-Blatt heilt auch nur 50 MP. Okay, wenn du meinst, dann machen wir das. Hey, er ist unser Hauptdamager. Mit der Fähigkeit. Ja. Hasssturm, oh weia. Oh weia, oh weia. Okay. Alice ist dood. Das tut das Note. Ja, jetzt ist die Frage. Kommt Margaret vorher noch dran? Dann könnten wir Alice wiederbeleben und Alice müsste rein theoretisch direkt nach Margaret dann drankommen. Du meinst, ich soll es riskieren, Angriff anzugreifen und dann mit Margaret Alice wiederbeleben, um dann Yuri zu heilen. Machen wir's. Wenn's nicht klappt, dann haben wir ein Problem. Genau. So, also jetzt Alice mit dem Talisman. Ja, genau. Und ich glaube, dann sollten wir weiße Magie Heilung auf Yuri erstmal. Mhm. Weil wenn der einmal stirbt, ist die Fusion weg und dann haben wir nicht mehr genug CP, um nochmal zu verwandeln. Und das wäre nicht toll. So, und er macht, ihr wisst jetzt eigentlich, naja, noch eine Heilung machen. Eigentlich schon. Ja. Und dadurch hat sich das Mana-Blatt auch gut gelohnt. Auf jeden Fall. Ha, ich bin ein guter Taktiker. Meine Taktik, öfter mal ein Tick-Tack. Okay, lass uns jetzt scheiße. Naja. So, jetzt können wir mal richtig loslegen hier. Wir machen, Granate geht ja auf alle, das bringt nichts. Naja, das ist egal. Wenn du eine Granate auf einen machst, wird sich der Schaden nur auf den einen summieren. Wir können ja mal gucken, wie viel das reinhaut hier bei ihm, ob es sich lohnt. Sie hat genug MP, also. Ja, okay, wenn es dann mal klappen würde. machen wir. Ja. Ich wollte zwar eigentlich ein heiliges Licht noch auf Margaret für den Normalangriff packen, aber naja. Ja, beim nächsten Mal. Es gibt immer ein zweites Mal. Ach ja. Komm, Lili, ja. Du wirst jetzt verbannt für immer. Fragezeichen Gegner, wie ich sie hasse.
So, Geheimwaffen. Jetzt also die... Nee, Moment, nicht die Aquakante, sondern was wolltest du eben? Ja, die Granate kannst du jetzt machen, weil sie jetzt sowieso noch genug MP. Ja, sieht doch gut aus. Wollen wir mal schauen, ob es klappt. Und je nachdem, wie viel es abzieht, werden wir dann eventuell mit Alice vielleicht noch ein heiliges Licht aus sich sprechen. Mal gucken, das müsste ja die normal... Boah, 39. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie sonst abzieht mit ihrem Angriff. 39 und ich glaube, der Normalangriff war pro ungefähr auf 17 oder 19. Also der Normalangriff lohnt sich eher, wenn du die Dreierkombi schaffst. Und wenn wir noch ein ja, okay, wir machen jetzt erstmal wieder Exorzierfallen, ja. Ja, schön perfekt wieder reingehauen. Gut, gut. Das tut gut. Das tut gut. So, jetzt erstmal gucken, was heiliges Licht eigentlich, gesegnetes Licht im hoch macht. Lichtklasse Angriff mit Segen der Götter. Ja, dann wäre das Perfekte für Margaret. Das ist, ja, auf den Gegner. Das ist ein Angriff. Das ist ein Angriffszauber. Angriff. Okay. Dann machen wir das mal. Okay, ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, dass das sowas wie heilige Kante ist, nur verstärkt. Aber wenn das ein Angriff ist, umso besser. Ah, 73 geht aber. 73 ist auch nicht schlecht. Juri MP. Juri, ja, stimmt. Hm. Mana Blatt. Und Alice braucht ZP. Hm. Ich versuche lieber gar nicht, das auf perfekt zu gehen, weil sonst geht's eh nur daneben. ja, wir machen jetzt aber nochmal hier Spezialangriff. Ja. Genau. Alice muss dann Margaret heilen. Oder? Würde ich mal sagen, ne? Ja, das war's schon. Oder auch nicht. Gut. Goodbye. Hat sich erledigt. 1000 EP. Boah. Level erhöht. Sehr schön. Kleines Schildkröte. Müssen wir demnächst ins Inventar wieder gucken, was wir da alles schon und bekommen haben. So, was gibt das? Finsternis. Finsternis. Aber nett, muss ich sagen. Nett, auf jeden Fall. Also Geld 3960, Erfahrung 1000, joa. Tut gut. Danke. Meiner. Nicht schlecht. Du bist als nächster dran. Nicht jetzt, mein Junge. Feigling. Meeresmutter. Sie sind wirklich etwas Besonderes, Meeresmutter. Sie haben ihre letzte Kraft gegeben, um sie zu retten. Ach nö, die ist jetzt tot. Was? Exquisite Zauberkünste habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hm? Oh, kleinen Moment, Max, sorry, ich muss gerade was trinken. Ja, ich müsste eigentlich auch mal wieder was trinken, aber ich habe keinen Bock jetzt aufzustehen. So. Ruhe in Frieden, gute Meeresmutter. Ach je, das ist aber traurig. Oh ja. Geister des Himmels. Geister des Himmels. Unsere geliebte magische Hüterin
wird sich in eure Obhut begeben. Unsere wunderbare, ach so wunderbare magische Hüterin. Seid gut zu ihr. Oh, jetzt verschwindet sie sogar. Ja, Geister, seid gut zu ihr, ja? Bis dann, Meeresmami. Niedlich. Ein großartiger Abgang. Meeresmutter wäre äußerst zufrieden. Es ist endlich vorbei, oder? Die Monster sind weg. Ja, jetzt ist alles in Ordnung. Dann lass uns dieses Ding in Fahrt bringen. Voller Kraft voraus, bitte. Okay. Was in Gottes Namen habe ich heute Abend mit ansehen müssen? Schon wieder ein Fehlschlag. Fängt hier an, Dahlia an. Und noch einmal auf diesem verfluchten Boot. Ich darf die Kräfte des Jungen nicht unterschätzen. Und jetzt, wo Chu Shen bei dem Mädchen ist, Zeit sich zurückzuziehen und einen Plan auszuhecken. Wuki aus das Kowloon. Kowloon. Oh, Kowloon. Du hast mich gerufen, Meister D.Y. Ah, Wugui. Ich bin froh, dass du aus Kowloon kommen konntest. Ich wollte dich nicht aus Hongkong wegholen, aber konnte es mir nicht leisten, dich nicht zu rufen. Keine Sorge, in Hongkong ist nicht viel los und mir wurde gerade etwas langweilig. Wir haben bereits die neuen französischen Parlamentsbeamten unter Kontrolle. Ausgezeichnet. Verflucht seien diese fremden Supermächte. Sie glauben, sie könnten dieses Land einfach annektieren. Das lasse ich nie zu. Solange ich hier bin, lassen sie die Finger von Shanghai. Und mir fällt jetzt erst auf, dass der ein Holzbein hat. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch erst auf. Nennen wir ihn ab jetzt Mr. Holzlatte. Nein. Meister, gestatten Sie mir die Frage, gibt es Probleme mit der Dämonentoranrufung? Tja. Wie du siehst, ist die Geistmaschine von Kuihai-Turm fertig und betriebsbereit. Aber das Mädchen, der Schlüssel, läuft noch frei herum. Ein unwillkommener Gast steht mir im Weg. Ein unwillkommener Gast? Absoluterweise. Chu Shen. Meister Chu Shen hatte nie gedacht, dass er noch lebt. Tut er aber. Dieses Schwein, er steht mir im Weg, seit wir zusammen gelernt haben. Interessant. Und mit meiner Falle für den blauen Drachen habe ich nur eine alte Hexe erledigt. Wirklich armselig. Okay. Keine Sorge, Meister D.Y. Ich werde dir das Mädchen unverzüglich bringen und dazu den Kopf des Alten. Gut. Du warst schon immer mein bester Schüler. Aber sei gewarnt, unterschätze sie nicht. Einer von ihnen ist ein Monster mit der Macht der Fusion.
Fusion? Der Japaner? Er kann doch nicht mehr am Leben sein. Nein, das ist ein anderer. Er ist noch jung, aber ohne Zweifel ein Harmonixer. Zwei Yamaras hat er bereits besiegt. Zwei Yamarajas. Ach so, ich hatte mich nämlich letztes Mal gewundert, warum... Da einen hatten wir besiegt, genau, den zweiten, da habe ich mich ja noch gewundert in dem Part. Warum ich jetzt nochmal gegen den... Also es gibt mehrere davon, okay. Sehr, das ist mal interessant zu wissen. Götter. Na stimmt, Meister, könnte es interessant werden. Ich, Wugui aus Kowloon, werde dich nicht enttäuschen. Dann warte ich auf eine gute Nachricht von dir. Zeig diesen grinsenden Dreckskerl Roger Bacon, wozu wir unfähig sind. Jetzt wollte ich gerade sagen, unfähig sind. Und zwar sofort. Wugui, los! Ja, Meister. Und jetzt geht es nach Shanghai. Und in Shanghai gibt es noch eine Extrakarte. Wir fangen an in Huayuan. Gehe nach Huayuan. Ja, wir gehen da aber noch hin. Wir haben noch... nee, eigentlich haben wir nur noch... Ja, wir müssen ja speichern. Moment, nein. Lange wir Rede, Blödsinn. Wir speichern hier. Wir hatten noch wie viel? Wir hatten noch 20 Minuten, ja, ne, oder? Ja, 22. Okay. Egal, wir machen den Part etwas kürzer. An dieser Stelle, liebe Freunde, bevor wir nach Huayuai gehen, in Shanghai, werden wir den Part abschließen. Jo, wir speichern jetzt mal hier auf der Karte, können wir ja auch speichern. Das fiel mir gerade wieder ein. Ja, und ich hoffe, ihr hattet Spaß und Freude, so wie wir. Ja, auf jeden Fall, das hoffe ich auch. Und ja, beim nächsten Mal geht es dann auch zügig weiter mit Let's Play Shadow Hearts. Macht's gut, Freunde, sagen euer Blaze09DT. Und euer Dreamworld. Bye bye. Bis dann.